Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, es läuft Hide and Seek im Hintergrund und ihr wisst, was es bedeutet, wenn Hide and Seek im Hintergrund läuft. Ja, es ist Zeit für ein neues Laber-Video und ja, heute möchte ich mal über das Kanalkonzept reden. Und zwar wird sich da nicht groß viel verändern, als nicht wie beim letzten Mal, dass ich jetzt ein komplett anderes Thema auf diesem Kanal einfach habe. Ich habe ja von Zaubervideos auf Minecraft, na Let's Plays will ich nicht sagen, aber Gameplays bzw. Minecraft-Kommentator bin ich ja umgestiegen. Und ja Leute, es wird sich ein kleines bisschen was ändern, bzw. ich habe einen Vorschlag, wie es sich ändern könnte. Und ich möchte mal eure Meinung dazu hören. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und zwar geht es darum, dass ich gerne die PvP-Runden und auch gerne die Lava-Videos auf einen Tag setzen möchte und dass es jede Woche sich ändert, dass dann die erste Woche halt erst das Lava-Video kommt und dann kommt wieder PvP, dann kommt wieder Lava-Video, dann wieder PvP und wie auch immer. Und ich möchte gerne Real-Life-Videos machen, das heißt, ich möchte hier das beides mischen. Es ist einfacher für mich, wenn ich beides auf einen Kanal mache. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich einen zweiten Kanal auf, aber ich habe mich entschieden, das einfach auf einem Kanal einfach zu machen, weil das für mich auch einfacher ist und für euch natürlich auch, damit ihr nicht immer hin und her switchen müsst. Und zwar möchte ich gerne, wie gesagt, Real-Life-Videos machen, das heißt, es wird so ein bisschen so sein, dass ich was ausprobiere, dass ich zum Beispiel, nächste Woche wird es dann so sein, ich probiere es einfach mal aus, wenn ihr das wollt. Nächste Woche wird es dann so sein, dann kommt nächste Woche einfach PvP-Runde und dann ist es so, dass, oder Laber-Video, je nachdem, womit ich anfange. Und ja, dann ist es halt so, dass dann den zweiten Tag, dass da das Equip-Video zum Beispiel kommt. Das heißt, ich werde euch zeigen, mit welchem Mikrofon ich aufnehme. Ich werde euch zeigen, warum ich immer diese Kopfhörer nur am Hals habe und nie aufgesetzt habe. Ich werde euch zeigen, mit welcher Maus und mit welcher Tastatur ich arbeite. Ich werde euch zeigen, mit welchem Programm ich arbeite. Und ich werde euch noch vieles mehr zeigen. Auf jeden Fall wird es ein komplettes Equip-Video sein. Und ja, ich werde euch den Rechner nicht alles in einer Folge erklären. Ich werde euch erstmal nur erklären, was so alles drumherum ist. Und den Rechner werde ich euch später erklären. Das ist jetzt nicht so die beste, ich sag mal, die beste Hardware. Aber es ist auch nicht die schlechteste Hardware. Das ist halt so ein Mittelding. Das heißt, Battlefield könnte ich zum Beispiel auf Ultra spielen. Aber es ist halt so, dass es trotzdem nicht das Beste ist. Und ja, ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ich so einen kleinen Pissport-Haarschnitt inzwischen habe. Ich möchte dringend Haare schneiden, aber ja, das werde ich, ich hoffe, heute noch tun. Und ja, wir haben es jetzt 14:26 Uhr und ich hoffe, dass ich noch Haare schneiden kann. Ich werde gleich in die Stadt fahren und werde Haare schneiden, wenn nichts dazwischen kommt. Ich hoffe ja, dass nichts dazwischen kommt. Okay, das ist so mein Plan, was ich so verändern möchte auf diesem Kanal. Und es ist halt so, wenn ihr das feiert, wenn ihr das wollt, dass ich vielleicht Real-Life-Videos noch zusätzlich mache, dass ich halt immer abwechselnd mache, dass auf diesem Kanal beides einfach läuft. Das heißt, ähnlich wie bei dem Kanal Unge, dass halt beides zusammen ist, dass die Let's Plays, beziehungsweise die Gameplays und die Real-Life-Videos zusammenkommen. Bei mir ist halt das große Problem, ich habe nicht so die Zeit, deswegen auch nur zwei Videos die Woche. Aber ich habe mir geschworen, nicht nur ein Video die Woche hochzuladen, weil ich das einfach scheiße finde. Natürlich ist es irgendwie gut, wenn man wirklich nur ein Video hochlädt, dann kann man sich ein bisschen Zeit lassen, dann kann man alles ein bisschen gechillter angehen, sag ich mal. Aber es ist so, dass ich es liebe, YouTube zu machen. Und deswegen möchte ich gerne trotzdem zwei Videos die Woche einfach machen. Ja, das war so jetzt grob angeschnitten das Kanalkonzept. Und ich hoffe, dass es euch gefällt. Schreibt mal die Meinung wirklich unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt. Und ich sehe gerade irgendwie, weiß nicht, das ist so dunkel alles. Ich habe hier volles Licht, aber irgendwie macht die Kamera, was sie will. Und ja, egal. Auf jeden Fall schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr da jetzt wirklich Bock zu habt. Und wenn ihr da Bock zu habt, wirklich, gebt einen Daumen nach oben, schreibt es unten in die Kommentare und gebt mir auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Feedback. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich wirklich das ein bisschen ändern soll, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar und ich würde dann sagen, ich wünsche euch einen traumhaften Tag, haut raus und genießt das Wetter, solange es noch schön ist. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns im nächsten Video.
Haut raus, ciao!